Um sich den Markterfordernissen anzupassen, ist auch Daimler-Benz dazu übergegangen, seine Modellpalette zu erweitern. Bis 1968 sind die Stuttgarter noch mit einem Grundmodell mit verschiedenen Motorversionen ausgekommen. Durch die neue Baureihe 201, also den 190 und 190e, zu der auch noch eine Dieselversion kommen wird, sind mit der S-Klasse und den dazwischenliegenden 123 drei verschiedene Modelltypen im Angebot. Der neue 190 hat mit den anderen Mercedes-Modellen nichts gemeinsam. Er ist eine absolute Neukonstruktion, die sich auch in der Konzeption gegenüber den bisherigen Typen stark unterscheidet. Zum Beispiel die Hinterachse. Damit hat man bei Daimler Neuland betreten. Davon aber später. Bei einer Gesamtlänge von 4,42 Meter kann man kaum von einem kleinen Mercedes sprechen. Obwohl er um 30 cm kürzer und fast 11 cm schmaler ist als der sogenannte mittlere Typ 123. Der kleinere Motorraum und die Reduzierung der hinteren Kniefreiheit trugen zur Verkleinerung der Wagenlänge bei. Der kürzere Kofferraum wurde auch im Interesse der Aerodynamik durch größere Höhe ausgeglichen. Hinten sitzt man also nicht so bequem wie sonst in einem Mercedes-Benz. Aber vorn wird sich jeder Mercedes-Fahrer sofort wie zu Hause fühlen. Hier ist am Platzangebot nichts auszusetzen. Alles ist wie gewohnt vorhanden. Die in der Höhe verstellbaren Sitze, die übersichtlichen Instrumente und die für rechts und links getrennte Heizungs- und Belüftungsanlage. Auch das, zumal bei Servounterstützung unnötig großer Lenkrad, das entsprechend große Bewegungen erfordert und den Wagen weniger wendig erscheinen lässt, als er eigentlich ist. Mit allem Drum und Dran kostet unser Testwagen, auch ohne ABS, gute 32.000 Mark. Für diese Preisklasse ist es eigentlich unwürdig, dass die Verbrauchsanzeige aus einem einfachen Unterdruckmesser besteht, der dem Laien vortäuschen kann, dass er bei 40 km/h im zweiten Gang wirtschaftlicher fährt als im vierten. Und trotzdem steckt in diesem Auto viel Technik. Das ist schon daran erkennbar, dass die hohe Gewichtseinsparung im Vergleich zum Typ 123 in keinem Verhältnis zur Verkleinerung steht. Bei gleicher Motorisierung sind es immerhin 280 Kilo. Trotzdem zeigt sich, dass bei Unfallsimulierungen im Bereich von 50 km/h der kleine Mercedes mindestens den gleich guten Unfallschutz für die Insassen bietet. Computerhilfe bei der Konstruktion und weitgehende Verwendung von hochfesten Blechen, Leichtmetall und Kunststoff spielen hier eine wesentliche Rolle. Auch beim Fahrwerk wurden neue Wege beschritten. Vorn eine verfeinerte Variante der McPherson-Aufhängung, während die hintere Raumlenkerachse eine völlige Neukonstruktion darstellt und eine gewisse Verwandtschaft mit der Aufhängung des Mercedes-Benz 111 Weltrekordwagens erkennen lässt. Diese Kombination ergibt hervorragende Fahreigenschaften mit einem Federungskomfort, der sich ohne weiteres mit dem der S-Klasse vergleichen lässt. Der Abrollkomfort bei niedrigen Geschwindigkeiten ist sogar deutlich besser. In Kurven fährt sich das Auto bis in den Grenzbereich völlig problemlos. Leichtes Untersteuern charakterisiert das Fahrverhalten. Auch bei Lastwechsel, also zum Beispiel plötzliches Gas wegnehmen in der Kurve, bleibt die Reaktion gut möglich. Der Wagen dreht sich dabei sanft in die Kurve hinein, hilft also demjenigen, der plötzlich merkt, dass er die Kurve mit etwas zu hohem Tempo angefahren hat. Die gute Spurtreue ist auch auf der Kreisbahn einwandfrei zu beobachten und die Seitenneigung des Aufbaus ist recht gering. Der Geradeauslauf ist allgemein gut und wird von der Straßenoberfläche kaum beeinflusst. Seitenwind macht sich allerdings stärker bemerkbar.
In unserem Test mit 100 durch gleich schnellen Seitenwind ergab sich eine Abweichung von immerhin 1,70 Meter, mehr als bei vielen Wagen ähnlicher Dimension. Grundausstattung für den 190e ist ein Viergang-Schaltgetriebe. 5 Gänge oder Automatik gibt es nur gegen Aufpreis. Ebenfalls nur gegen Aufpreis ist die sehr genau und mit gutem Fahrbahnkontakt arbeitende, verbesserte Servolenkung. Sie ist ziemlich direkt übersetzt und sorgt auch im Stadtverkehr für angenehmes Fahren. Unser Testverbrauch betrug 11,1 Liter Super pro 100 Kilometer. Für die Fahrleistungen beachtlich wenig. Der 2 Liter Vierzylinder, schon seit 2 Jahren im 200er eingebaut, jetzt aber mit mechanischer Benzineinspritzung und zusätzlicher elektronischer Steuerung, leistet 90 kW gleich 122 PS. In Verbindung mit der Viergangautomatik verleiht er dem rund 1100 Kilo schweren Wagen recht gute Fahrleistungen. Vom Stand erreichte der 190e 100 km/h in 10,1 Sekunden und legte den Kilometer in nur 31,5 Sekunden zurück. Für einen 2 Liter Automatik Viertürer sind das sehr gute Werte. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h ist bemerkenswert. Das liegt weitgehend an der relativ kleinen Stirnfläche und dem sehr guten CW-Wert von 0,33, obwohl der traditionelle Mercedes-Kühlergrill und die Schmutzableitungen seitlich der Windschutzscheibe den CW-Wert zweifellos negativ beeinflussen. Bis ca. 130 läuft der Motor sehr ruhig. Im höheren Drehzahlbereich wird man sich allerdings, besonders beim Beschleunigen, dessen bewusst, dass unter der Haube nur Vierzylinder arbeiten. Und zwischen 4000 und 4500 Umdrehungen in der Minute, das heißt um 140 herum, macht sich leises Brummen bemerkbar. Bei der Autobahnrichtgeschwindigkeit von 130 auf dem Tacho 135 sind die Wind- und Fahrgeräusche gering. Der gemessene Wert beträgt nur 72 Dezibel A. Bemerkenswert ist auch die Viergangautomatik. Viergänge mit einem Drehmomentwandler sind noch eine Seltenheit. Dank dieser Automatik braucht der 190e im für Überholvorgänge wichtigen Bereich von 80 auf 120 nur 8,5 Sekunden. Das ist ein sehr guter Wert. Das Getriebe schaltet, soweit erforderlich, auch bei Teilgas in einen niedrigeren Gang und bei vollem Durchtreten des Gaspedals erreicht der Motor in allen Gängen die Drehzahlgrenze. In besonderen Fahrsituationen, unter anderem am Berg und im Schnee, kann der Fahrer selbstverständlich durch den Wählhebel den erwünschten Gang auch selbst einlegen. Das wird durch das Daimler-Benz eigene Schaltschema erleichtert, das man besonders auf glatter Fahrbahn, wo schnelles Handeln wichtig ist, zu schätzen weiß. Der 190e hat sich im Schnee von einer recht guten Seite gezeigt. Er fuhr auf Winterreifen ohne Ketten überall problemlos und war dabei gut beherrschbar. Auch das nicht serienmäßige ABS-Bremssystem ist besonders unter solchen Verhältnissen ein wichtiger Beitrag zur Fahrsicherheit. Wiederholung der Testwerte. Höchstgeschwindigkeit 193 km/h. Beschleunigung von 0 auf 100, 10,1 Sekunden. 1 Kilometer mit stehendem Start, 31,5 Sekunden. Innengeräusch bei 130, 72 Dezibel A. Seitenwindabweichung 1,70 Meter. Testverbrauch pro 100 Kilometer 11,1 Liter Super. Unverbindliche Preisempfehlung in der Grundausstattung 27.741,50 Mark. Für diesen Wagen wird es keine Absatzprobleme geben, zumal hochwertige Technik und Sternprestige angeboten werden. Der 190e kostet knapp 28.000 Mark. Mit Servolenkung und Automatik sind es gleich etwas über 31.000. So viel Geld gibt man nicht aus,
ohne sich vorher bei der Konkurrenz umzusehen. Zum etwa gleichen Grundpreis bietet Audi den viel geräumigeren und noch etwas schnelleren Audi 100 mit 5 Zylindern und 100 Kilowatt. Und bei BMW gibt es den ebenfalls geräumigeren 520i mit 6 Zylindern und 92 Kilowatt. Für nicht viel mehr Geld als unser Testwagen gibt es den voll wintertauglichen Audi 80 Quattro, allerdings ohne Automatik. Und bei Ford gibt es für rund 8000 Mark weniger den Sierra 2,3 V6 in vergleichbarer Ausstattung, der dem Stuttgarter Wagen in Bezug auf Fahreigenschaften, Fahrleistungen und Komfort nur wenig nachsteht, dafür aber etwas mehr verbraucht. Ja, der Preis ist neben den eher knappen Raumverhältnissen im Fond sicher der größte Minuspunkt dieses sonst recht attraktiven und technisch hochwertigen Autos.